Pressekonferenz nach dem Spiel, 2:0 für FK Austria Wien. Wir wollen wie immer die Trainer kurz ein Statement abgeben lassen und mit dem Trainer der Gastmannschaft, wie wir beginnen, Christian Pepenek. Bitte schön, kurz zum Spiel. Ja, wir haben das Spiel verloren. Das ist sehr ärgerlich für uns. Wir hatten uns viel, viel vorgenommen. Es ist ganz viel von dem, was wir uns vorgenommen haben, als taktischen Plan aufgegangen. Haben richtig gute Chancen durch unsere Konteraktion, durch unser Umschalten bekommen, aber daraus leider kein Tor gemacht. Du musst hier in Führung gehen, wenn du hier was mitnehmen willst. Das ist uns nicht gelungen. Dann haben wir uns im Prinzip dann selber geschlagen, die Durchschlagskraft nach vorne nicht gehabt und dann hinten raus individuellen Fehler, der zum Freistoß und damit zum Gegentor führt. Ist natürlich immer schwierig, weil wir wissen, wenn du dann weiter aufmachen musst und wir dann ist auch klar, dass es noch mehr Raum und noch mehr Torchancen für die Austria geben wird. Wir wissen, wie schnell die Spieler sind und wie gut die Mannschaft umschaltet. Für uns wäre heute mehr drin gewesen hier. Trotzdem haben wir ein gutes Spiel gemacht. So, das ist das Wichtige für uns, dass wir trotzdem auf einem guten Weg sind, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben. Das Ergebnis passt halt nicht zum Spiel. Dankeschön. Danke, Christian. Thorsten, bitte. Ja, ich muss sagen, dass es sicherlich ein schwieriges Spiel war, dass wir jetzt nicht super gespielt haben, das wissen wir selber, dass so ein bisschen harzig war die Geschichte heute, aber trotzdem, wir haben weiter an uns geglaubt, wir haben geglaubt daran, dass wir irgendwann eine Chance bekommen, wir haben Qualität, wir haben, wenn ich auf die Statistik schaue, alle Statistiken sind sehr, sehr gut und die wichtigste ist die Effizienz und die war heute bei uns und von daher ist für mich das Spiel verdient gewonnen worden. Und die Chancen, die man hat gegen uns, muss man nutzen, weil wir wirklich auch eine hohe Qualität haben, mit einer Situation ins Spiel zu entscheiden. Danke. Dankeschön. Meine Herren, Fragen bitte. War das erwartet oder befürchtet, dass uns so schwer in die Gänge kommt oder geplant, was Sie nicht? Nein, es war nicht geplant und erwartet, aber ich weiß trotzdem, dass beide Mannschaften jetzt auch 2 Wochen Pause hatten und von daher einen Rhythmus brauchen immer am Anfang und das hat bei Ried irgendwo vom Rhythmus her besser ausgesehen. Sie haben defensiv sehr gut gespielt, muss man sagen, eigentlich keine Chance zugelassen. Und wir wussten, dass wir aufpassen müssen dann auf Konter, dass wir den Ball nicht verlieren dürfen, dass wir nicht ungeduldig werden müssen. Und da sind wir in ein, zwei Situationen, deswegen hat der Gegner dann auch Chancen gehabt. Aber letztendlich, wie gesagt, haben wir die entscheidenden Situationen auf unserer Seite gehabt. Ja, wir wussten natürlich das Ergebnis, das ist ganz klar. Meine Mannschaft schaut natürlich auch, was kann man erreichen. Und für mich, ich finde das ja auch immer motivierend, wenn man dann sieht, dass man näher ranrücken kann an die Spitze. Deswegen wird meine Mannschaft das dann erfahren, wenn ich finde, dass es wichtig ist. Und von daher schauen wir trotzdem auf uns und schauen, dass wir die Leistung bringen, weil wir haben ja letzte Woche schon Punkte liegen lassen, wo die anderen auch Punkte haben liegen lassen. Können die anderen zwar auch sagen, alle, aber wir haben das ja dann, ich glaube, sie haben später sogar gespielt als die anderen, von daher wussten wir das Ergebnis und das war dann halt schade. Aber trotzdem, jetzt haben wir wieder 0 gespielt, auch ein Torwart gehört dazu, dass man 0 spielt. Und denke ich, der Ossi hat heute wieder eine super Leistung gebracht, weil es ist immer schwierig. Wir hatten 70% Ballbesitz und wenn irgendwann kommt eine Situation, wo du aufpassen musst. Und das ist für den Torwart immer das Schwierigste und da war er parat. Ja. Er kommt eine Europa-League-Mannschaft, aber ich muss sagen, heute war es ja auch schwierig, aber trotzdem, eine Europa-League-Mannschaft hat sich nicht umsonst da qualifiziert. Sie haben gegen Pilsen gewonnen und 1 unentschieden gespielt, auch auswärts gewonnen und das wird ein hartes Stück arbeiten. Wenn wir das am Donnerstag schaffen könnten, da reinzukommen, schon ins 16. Finale, dann wäre das für uns, wie gesagt, historisch und top und keiner muss denken, dass wir das Spiel hier einfach so mal gewinnen. Man hat gesehen, dass es heute sehr, sehr, sehr schwierig war und dass es am Donnerstag mindestens genauso schwierig wird. Nochmal bitte. Was sagen die deutschen Trainer zur Arbeit der österreichischen Trainer in Deutschland? Stöger Hasen. Ja, großartig. Ja,
Wir sagen das Gleiche bei uns. So sieht's aus. Ich glaube, dass Ried letztes Jahr mehr Probleme hatte. Und wir in der Europa League weitergekommen sind, wir machen auch gute Arbeit. Also ich finde, die Österreicher sind, dass man muss ja so gar nicht thematisieren, ob einer Österreicher oder Deutscher ist, aber wir können gratulieren, dass Stöger und Hasenhüttl da hervorragende Arbeit leistet, dass sie natürlich auch Top-Trainer sind in Österreich, dass sie auch top ausgebildet sind. Also man kann da nichts anderes sagen. Und im entscheidenden Moment waren wir da, um diesen Job hier zu übernehmen. Das war toll. Und jetzt, glaube ich, haben wir alle, glaube ich, Vertrag verlängert. Ich zumindest. Und ich habe noch genug davon. Ja, kommt dann auch noch, wenn du so weiter machst. Okay, noch weitere Fragen? Nein, wenn nicht, dann sagen wir Dankeschön. Nächste Pressekonferenz, Mittwoch 13:30 Uhr hier wieder. Danke. Krassler, tschüss.